Hallihallo, liebe Minecraft-Freunde. Ja, ein bisschen die Begrüßung gerade von guten Deus Nemesis geklaut. Also von Sinu Corporus. Ich schau jetzt mal, was gebaut wurde. 20 Minuten wird der Part heute gehen. Oh ja, ich habe hier mal ein Foto gemacht. Ups. Natürlich nicht mit Absicht gewesen. Ich rechne mal damit, dass noch überhaupt keine Glashütte angefangen wurde. Also damit bin ich mir eigentlich zu 90% fast sicher. Deswegen schaue ich mich ein bisschen um. Okay. Habe ich eine kleine Idee. Glashütte. Rolli. Arbeit. Kurz kommen. So. Wichtig ist mal, dass ich sehr viel Stein dafür habe. Ich will das wirklich ziemlich steinmäßig bauen. Mit einem schönen, wie soll ich sagen, irgendwo trotzdem noch eine Mischung, die passt. Erstmal will ich so ziemlich alles eigentlich hier weg haben. Also versuchen irgendwo hinzulegen, wo es halt reinpasst. Ja, wird reichen. Ich habe hier, glaube ich, noch irgendwo ein paar Fische. Nope. Jetzt nicht so schlimm. Ich hole mir Fische, die gebe es dann rein in den Ofen. Also ich hole mir jetzt einmal vom Steinmetz einiges an Steine natürlich. Ich habe halt mal eine kleine Grundidee, wo ich es baue, wie ich es baue, bla 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 und so. Ja. Okay, ich sehe da gerade eigentlich, okay. Wir schauen kurz, wie das re rechts bei mir aussieht, ohne Schäder. Das sieht zumindest irgendwie anders aus und besser aus. Obwohl es, glaube ich, egal ist. Ich schaue mir das nochmal in der Aufnahme an. Ich will nur jetzt die Gesamtaufnahme nicht versauen von dem Frames her. Weil mir gefällt ja das eine Schilder, der da dabei ist, gerade so zum Fotos machen, weil er alles auch ein bisschen orangelicher macht, so. Ja. Ich das jetzt doch Part 21 sogar. Ich drehe heute noch Part 22, also 22 Minuten. Und dann ein 10 Minuten Infovideo für meinen Kanal noch. Dass dort dann noch alles klar ist. Ich würde hier gerne noch ein paar Kleinigkeiten reinlegen. Das dort nehme ich mit, das nehme ich. Da. Das muss reichen. Ich baue die Glashütte nicht total bam, bum, bum groß. Also, das ist bam, bum, bum, war jetzt gerade total überflüssig. Sehe ich auch ein. Aber ich baue es halt, ist wie gesagt, nicht wirklich groß. Aber ich habe eine Idee, was mir halt schon im Kopf eingefallen ist, als ich halt im Kurs saß. Mache im Moment einen ECDL-Kurs und ja. Da sitze ich halt 6 Stunden dort von 8:30 Uhr an und ja, und lerne halt. Im Grunde, also im Grunde höre ich Vorträge, mache selber was und ja, im Grunde kein allzu schwerer Kurs, aber also ohne Grundwissen ja schwer. Mit Grundwissen geht's. Also alles klar, gibt es mir gar nicht mehr. Dass ich auf dem bisschen. Ah nee, aber man kann ja noch mit Rechtsklick das anfordern. Alles klar. Dafür ist der Rechtsklick da. So. Ich werde das. Weiß noch nicht genau, wo ich das jetzt baue, die Glashütte. Deswegen schaue ich mich gerade ein bisschen um. Würden Sie eigentlich auch hier so bauen? Das wäre eventuell eine Idee. Aber ich glaube es fast nicht. Ich bin irgendwie ein bisschen noch abgelegen habe. Also abgelegen. Halt nicht so direkt drinnen bauen.
Ja, ich habe jetzt gerade die Hintergrund-Playlist an, die auch der. Also ich habe jetzt immer nur ein Lied an, weil, naja, dann kann ich das halt genau einfügen. Und zwar habe ich da hinten ja das mal angefangen zu bauen. Das sollte mal. Also ich wollte mal rundherum dann noch was bauen. Ah, ich habe jetzt überhaupt nichts mehr zu messen. Wartet mal. Ich gehe vorher mal noch zur Gemüsefarm. Blüht gerade so ziemlich schön auf und das ist ziemlich geil. Na gut, Eier kann ich ja nicht mal so. So. Wird alles nix. Upsi. Die Kartoffeln tue ich trotzdem auch mal nachpflanzen. Alles klar. Dann pflanzen wir das einmal so ziemlich schnell nach. Ich würde sagen, dann nehmen wir auch noch alles mit, was geht. Ja, ich werde die Gemüsefarm eventuell sogar mal ein bisschen ausbauen, ein bisschen schöner bauen. Weil ich finde, für das im Moment reicht's. Ja. Mit der versuche ich heute noch irgendwie den Karin Dieber zu erreichen. Also ich werde ihn auch sicherlich erreichen. Um das Leaderboard-Timer zu machen, wieder mal ein bisschen Action in die ganzen Parts reinzubringen. Weil, wie soll ich sagen? Das geht im Moment ein bisschen verloren. Ein bisschen Action wieder. Weil es ist halt wirklich ein Bauprojekt und ja. So, da dann's. Brot habe ich. So, Kartoffeln, ja, gut. Ich nehme es mal mit, ist jetzt egal. Obwohl ich, warte mal, hier sehe ich das, hier wäre das. Würde ich eigentlich ziemlich gerne hier das so bauen. Das heißt. Oder wie baue ich das? Also, wo baue ich das am besten? Neben den Galgen wäre ein bisschen traurig. Beim Marktplatz nebenan auch nicht, weil der Marktplatz, ja, das ist halt, ja. Ah, oh, ich kann es eigentlich hier bauen. Hier einen Steg runter eventuell. Und dann, ja, also hier werde ich mal noch ein bisschen terraformen. Werdet ihr das dann schon sehen? Ich habe gerade eine halsbrecherische Idee. Und dann fange ich mal wirklich einfach mal für mich was an. Wie es halt im Moment fast so ziemlich jeder gemacht hat. Jeder hat irgendwie ein Gebäude oder sowas für sich. Habe ich leider im Moment nicht. Ich habe halt den Köhler im Moment in Benutzung. Was ich ehrlich gesagt nicht für immer haben will. Was ihr, denke ich mal, verstehen könnt. Ich meine, Köhler schön und gut, aber hier werden eigentlich Waren abgeholt und hier arbeitet eigentlich nicht der Köhlerer und deswegen will ich eigentlich ziemlich ungerne. Ja. Ich denke mal. Ich lass mal, weil ich immer, da brauche ich eigentlich nicht so viel drüber sagen. So. Wenn wir die ganzen Slams stören, weil ich der Einzige auf dem Server gerade bin. So, ich würde das jetzt gerne mal hier so anfangen. So. Es soll nicht mega groß werden, der Köhler. Also die Glashütte war eigentlich, ist ja so eine Glashütte nicht groß, aber es geht halt mehr so ums Verbautechnische. Finde ich irgendwie den Mittelpunkt.
Nice. Ich will schon mal das Tor zum Reingehen. So. Ja, ich überlege gerade. Ich werde noch ein bisschen mehr nach hinten bauen und auf beiden Seiten um eins breiter. So, bis dann nach hinten. Ich weiß nicht, was hier hinten kommt, was Schönes hin. Dann kann ich das hier ein bisschen wegbauen. Einfach nur so weit vorne. Nice. Hier kommt auch dann eine kleine Türe. Was hier reinkommt, werdet ihr ziemlich schnell sehen. Überlegt gerade, wenn ich die Höhe nehme mit dem Dach, was dann drüber kommt. Ja, wird gehen. So. So. Also ihr werdet dann schon sehen, wie ich das hier meine eigentlich. Warum ich Stein nehme, finde Stein, das hat so... Es sieht immer alles ziemlich nach Stein eigentlich aus, wenn man das so betrachtet hat. Ich überlege aber mir dann gleich noch was, weil ich will sich komplett Stein lassen. Bisschen Holz wird überall hinkommen an den Kanten, denke ich mal. Aber ich will mal die Haupttür mal ein bisschen so jetzt gemacht haben. Ob ich es in diesem Part schaffe, die Glashütte fertigzustellen, glaube ich fast nicht. Weil mir da noch ein bisschen Material und alles fehlt und ja. Ist aber wie gesagt das letzte Gebäude, was ich dann fürs erste mache, bis jemand anders was baut. Kann man, denke ich, mal verstehen. So, das kann man natürlich bis dann noch rumlassen. Dann würde ich eventuell mal hier gerne nach Dingen schauen. Spinne? I have no idea. Natürlich ist da wieder nichts. Ich habe mir letztens arsch viel an beliebigen Holz abgebaut. Da. So. Gut. Blumen zum Große, Lumen kann mich mal. So. Aber gut, was ich über Lumen denke, ist eh schon klar. Der hat uns einmal den ganzen Sieg weggenommen. Also Sieg, also der hat uns mal... Ich habe was akzeptiert, was ich nicht akzeptieren müsste. Hab's aber aus Nettigkeit akzeptiert. So, meine Komplettstein geht auch nicht aus meiner Sicht. Obwohl das eigentlich jetzt ziemlich egal gewesen wäre, weil das sieht man eh gleich nicht mehr. Aber es war mir das wichtig. Okay. Wartet mal.
So. Gut. Jetzt brauche ich erstmal irgendwie wieder eine Workbench. So. Ich wundere, ich bin gerade ein bisschen ruhiger, weil, naja, ich will es halt auch wirklich so bauen, also ein bisschen schön bauen und so. Nee, okay. Geht, das geht. So. Natürlich passiert das jetzt. Das tut jetzt weh. So. Ich gleich durch. So, ich mach's jetzt anders. Gut. Ich will das hier jetzt auch noch. Gut. Natürlich wird es wieder dunkel, was natürlich wieder mal dieses super Glück von mir ist. Und ich mach mal weiter und schau, welche nicht so gut geworden sind. Ihr könnt auch mal sagen, was für Arten von Musik ihr gerne in Let's Plays hört. So, mir ist dieses Techno-Dingens, weil davon habe ich auch was, von Circle of Alchemist, ziemlich viel sogar. Das könnte ich euch anbieten, oder ja, jenes kann man sagen. Also ich kann nicht wirklich ein bisschen was anbieten, wenn es um Musik geht. Muss halt nur wissen, ja, was ihr genau hören wollt. Oder halt wirklich sowas wie jetzt hier. Also ich zumindest sehr gerne so nebenbei. Es ist zwar hat nur eine Musik, demnächst kommen mal mehrere ran. Aber ich habe im Moment noch nicht so mir alles angehört, nur mal so im Schnelldurchlauf. Im Grunde höre ich mir das gerade alles mit euch zusammen an. Also nicht wundern. So. Ich weiß, es ist gerade echt eine ätzende Arbeit und eigentlich auch ziemlich fad. Geht mir genauso, aber wie gesagt, ich will endlich diese verdammte Baustufe erreichen. Zumindest so Karin, die man mal sagen können, wir haben eigentlich alles gebaut. Schau es dir mal an. Wie gesagt, an vielen Bock hatte ich alleine, also. Das hat jetzt nichts damit zu tun, ob es schlecht oder besser wird. Hat nur was damit zu tun, dass eben ich mir im Moment das jetzt. Ich habe jetzt den Köhler gebaut, ich habe den Marktplatz gebaut, wo ich noch ein bisschen was dazu baue. In den nächsten zwei Parts. Dann habe ich noch Schönes gebaut. Ja, wollte ich eigentlich das Ritual bauen, wurde mir aber dann eigentlich abgenommen. Ja gut, das wurde mir Gott sei Dank abgenommen. Aber eher noch die Kapelle, die war mir gerade wichtiger. Was ich aber bei Karin Diebers Part so mitkriege, so. Die anderen haben zwar schon eigentlich viel mehr gebaut, glaube ich, als wir. Sind aber in Sachen, aber die bauen jetzt schon das Rathaus, wo das noch gar nicht mal
bewertet wird. Oh, 30 Minuten left. Okay. Kein Problem. So. Egal, so. Was ist so eine... Es ist nicht für mich... Für mich ist es auch keine schöne Arbeit. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber ich tue es, weil es sein muss. Und weil mir das nicht abgenommen wurde vom Shadow Shuriken, ich nicht noch länger warten will, muss ich es halt selber bauen. Ja, mein Team, ja, ich habe das halt noch nicht mit ihnen besprochen, aber ich habe es eigentlich geschrieben, also man kann zumindest mal da, dort vorbeigehen, bin ich der Meinung, aber ja. Darüber rede ich im Moment nicht so viel und ja. Und ja. Ich habe jetzt schon wieder ein bisschen überzogen. Ich brauche dann noch diese ganzen Minuten. Deswegen bis zum nächsten Mal. Tschüss.